Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Real Farm. Liebe Leute, es geht weiter. Einen Tag haben wir jetzt Pause gehabt, den musste ich mir mal gönnen. Ja, und da habe ich mir gedacht, starten wir durch. Ich bin ein bisschen rumgefahren und dann habe ich das hier gesehen. Oh, es gibt ein Sale hier und zwar ist es der Fahrzeugshop. Genau, da wollten wir uns noch näher mit beschäftigen. Das machen wir und das heißt natürlich auch, wir werden heute shoppen gehen. Wir werden shoppen gehen, gucken, was wir uns kaufen können für 30.000 Euro 161. Vielleicht können wir auch einen Kredit aufnehmen. Oh. Nee, oder? Zwischen 9 und 19 Uhr. Okay. Das ist natürlich nicht so schön. Aber wir können das testen. Und zwar gehen wir mal einfach mal unter Fahrzeuge. Nee, Shop. Geht das? Können wir hier was kaufen? Okay, wir haben 30.161 Euro. Das heißt, wir bräuchten ja theoretisch erstmal einen Traktor, um irgendwas machen zu können. Und natürlich ein Startequipment. Und das hat uns hier auch der Kollege, ich weiß gar nicht, wie er hieß, der Einleiter gesagt. Also der Matt, genau, er ist ja Matt Davis. Der hat uns das gesagt, wir sollen durchstarten, oder wir können durchstarten. So, prinzipiell finde ich Rot nicht schlecht, aber das heißt ja, nichts. So, 115 Horsepower. 150. Ist die Frage, 115. Was ist, wenn wir da mal mit starten? Mit einem kleineren Modell. 45.000, wir haben 30.000. Fahrzeuge. Ja, wir haben diesen Pickup. Eigentlich können wir. Erhaltung. Oh, okay. Eintauschen, 22.500. Ja, das wird ja, ja, machen wir mal. Wählen. Und dann könnten wir das gute Ding verkaufen. Ja, zuverlässiger Pickup, alles klar. Wir verkaufen das mal. Oder den mal, sonst müssen wir zu Fuß zurückgehen. Und dann sagen wir, ich möchte den hier haben. Für 45.000 Euro. Ich kaufe den jetzt einfach mal. Ich würde sagen, wir starten klein. Wir schauen uns jetzt diesen Traktor an. Ich glaube, ja, man muss sich auch mal mit kleinen Traktoren vergnügen. Ist ja auch langweilig, wenn man direkt mit diesen großen Oschis anfängt. Wir wählen den. Und rot, grün, blau. Okay, ich nehme rot, aber wir können sogar mieten. Sehr nice. Ich kaufe den, aber das Geld hätten wir ja. Motor. Was bringt mir das genau? Wir kriegen keinen Rabatt. Motor. Muss ich das jetzt. Ah, warte mal. Ja, wir lassen das mal einfach so. Wir kaufen den jetzt. Daten werden gespeichert. Wow! Schau dir mal die Felgen an. Ich kann es kaum abwarten, zu sehen, was für Aufgaben du damit erledigst. Zuerst musst du dir aber einen Flug kaufen. Oh nee, nicht schon wieder einen Flug. Kaufe deinen eigenen Flug. Das heißt, das Karrieresystem geht sozusagen weiter. Wir bekommen noch Neuigkeiten von dem Herrn. Ja, also wirklich zu hat der Shop anscheinend nicht. Also wir können das umgehen. Ja, okay, lassen wir das mal dabei. So, 7.661 Euro haben wir. Mal gucken, was da so möglich ist. Flüge. Kann man ja auch einen Kredit aufnehmen? Fahrzeuge. Steht nie minus 5. Achso, neue Ausstattung, okay. Ausleihen, 5.000 Euro. Ja. Also normalerweise bin ich kein Fan vom Leihen, aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Machen wir das mal. Mal kurz gucken. Wenn wir jetzt, wir haben ja, wie viel PS haben wir? Ja, ungefähr. Das habe ich jetzt hier ausgewählt. Genau, 115. Wir schauen mal eben auf Flug. 60, 75, 75. 100, 110, 62, 250. Das heißt, wir können den sogar auch noch. Egal, ich würde sagen, wir nehmen ein bisschen was auf. Werden wir auch wieder zurückzahlen. Ich würde einfach mal sagen, komm, lass uns mal. So, 37.000. Wir gehen auf Fahrt. Ach, Shop.
Dann kaufen wir uns hier einen Flug für. Ach komm, wir kaufen den, okay? Ein Gerät, das für Bodenbearbeitung in Vorbereitung auf das Einsehen von Saatgut benutzt wird. Der Zweck des Pflügens ist es, die Erde umzugraben, Unkraut und Getreidereste zu vergraben und frische Nährstoffe für besseres Wachstum an die Oberfläche zu bringen. Ich muss sagen, der Shop gefällt mir ganz gut, aber allgemein das Menü erinnert schon sehr, sehr stark am LS17 oder sagen wir allgemein die LS-Serie. Ja, das muss man schon sagen. Das habe ich mir schon, sag mal, die ganze Zeit gesagt, aber jetzt möchte ich es mal aussprechen. Es ist natürlich so, ja, aber es ist ja nicht unbedingt schlecht. Sagen wir es mal so. So, wir noch wählen und dann können wir den kaufen in Rodeo. Kaufen wir. Super, du kannst jetzt fliegen und deine eigenen Maschinen verwenden. So verdienst du viel mehr. Ich werde bald in den Ruhestand gehen und ich wäre dazu bereit, ihn dir für einen guten Preis zu verkaufen. Wenn du. Was? Okay. Wenn du 1 Million Euro verdienst, werde ich dafür sorgen, dass die Bank die Hälfte bezahlt. Alles klar, verdiene 1 Million Euro. Ja, okay. Ja, das dauert aber, sag ich dir. Okay, mal gucken, wie er von innen aussieht. Jetzt bin ich mal ganz. Jetzt bin ich mal ganz. Ich würde sagen, Ohr. Ohr. Sound. Ja, hört sich erstmal okay an. Oh, der ist doch gar nicht mal so schlecht. Der ist doch. Ja, okay, wieder diese bunten Knöpfe da, aber. Komm, Leute. Wir dürfen nicht immer meckern. Wir müssen mal ein bisschen Gas geben. Jetzt freue ich mich da schon drauf. Kleiner, wendiger Traktor. Da kann die Luzi abgehen. Gut, wir machen mal Licht an. Wie wär's denn damit? Zack. Oh, der sieht. Ich finde jetzt, das Equipment sieht gar nicht mal so schlecht aus. Rundum leuchtet mal auch noch an, okay? Und dann fahren wir zum Feld. Und das ist wo genau? Eine Karte. Besitzen wir jetzt? Warte mal. Aber besitzen wir irgendwie alle? Oder wie läuft das jetzt hier? Keine Ahnung. Wir sind ja gerade da. Wir können aber auch Missionen annehmen, theoretisch. Wie wär's denn damit? Ja, lass uns das doch machen. Lass uns doch mal zur Missionwand fahren. Ah, wenn das. Guck mal, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Auch hier, guck mal. Guck mal, das sieht echt nice aus mit den Hinweisschildern. Das ist. Also, da muss ich sagen, also. Ja. Aber das Dreschen, das finde ich echt nicht gut. Also das, was wir letzte Folge gesehen haben, das war echt nicht. Also das hat mich überhaupt nicht überzeugt, weil das war schon sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Aber dieser, also dieses Gespann finde ich jetzt mal gar nicht so schlecht. Natürlich kann man sich hier noch ein bisschen mehr wünschen. Zum Beispiel, ja, das animiert, dass das Ganze animiert ist. Und Moment, ich schaue mal nochmal auf die Karte, wo wir hin müssen. Ich kann mir auch einen Wegpunkt setzen. Machen wir mal E. Ja, warte mal. Ach so, okay, so läuft das ja, ne? Ich meine, ist ja nur geradeaus jetzt, aber lass mal so machen. Gut. Ja, okay, 22:17 Uhr, das ist so hell noch. Ah, das ist auch noch ein bisschen. Ich weiß nicht. Ist ja Amerika-Style wohl. Lassen wir mal so stehen. Jetzt hoffe ich mal. Ich weiß gar nicht, gehören uns jetzt wirklich alle Felder? Das kann ich noch nicht so ganz durchblicken. Kann aber auch zu blind sein. Aber wir können ja mal gucken, was sie für Missionen gibt. Weil wir sind ja im Karrieresystem hier. Deswegen eigentlich ganz nice. Mal gucken. So, aussteigen. Wie funktioniert das? Okay, man muss wirklich etwas länger gedrückt halten. So, sprühen, ernten. Okay. Ja, nee. Ganz ehrlich, Leute, dann lass uns das mal selber machen. Da können wir mal selber so ein. Einfach so ein Ding durchspielen. Wollen wir Feld 14 direkt nehmen? Oder wir nehmen einfach ein Feld 80%. Wir müssen jetzt pflügen, ne? Er hat auch nicht direkt gesagt, was. Warte mal, Arbeiter. Kaufe den Bauernhof, verdiene 1 Million damit du den Bauernhof. Also ja. Okay. Wenn jetzt hier.
80% gepflügt ist. Ich mach das jetzt einfach mal. So. Wegpunkt platzieren. Da fahre ich jetzt mal hin, Leute. Das heißt, ist ja gar nicht mehr dann so viel zu tun. Schauen wir uns an. Schauen wir uns an. Ach, guck mal, der KI-Verkehr blinkt sogar. Nice. Also so langsam. Ich muss sagen, ich glaube, es kam gar kein Update raus, aber jetzt. Also heute, ich finde, wir erkunden doch schon ein paar neue Sachen oder neuere Sachen. Ach so, oh, da ist ja schon was drauf, ne? Sehe ich gerade. Das ist natürlich. Das war jetzt natürlich. Sorry, Leute, das war nicht gut. Das heißt, wir müssen. Haben wir hier ein Feld? Was irgendwie nice ist. Ja, dann kommen wir in den Feld 1, ganz ehrlich. So, ich drehe mal um vor Feld 1. So. Sound? Ja. Finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht, muss ich sagen. Also die Karte an sich ist auch ganz hübsch gestaltet, das muss ich auch sagen. Also das ist so meiner Meinung nach. Da muss man auch mal hier loben, ne? So, wir machen jetzt Feld 1. Da habe ich mich zu entschieden, das machen wir. Das dauert natürlich auch ein bisschen. Wir haben natürlich heute noch nicht so viel geschafft, aber das machen wir dann in den kommenden Folgen. Ganz gemächlich gehen wir das an. So. Gibt es hier eine Feldeinfahrt? Dann fahre ich einfach mal runter. Dann müssen wir ja sogar in der Nacht arbeiten, wie das so aussieht. So, Feldinformation. Ah! Hahaha, da ist es also doch. Wir müssen es kaufen. Tatsächlich. Du brauchst halt eigenen Bahnhof, um diese Funktion zu benutzen. Ja, wow. Also muss ich ja eine Mission machen. Aber da vorne, da fahre ich jetzt mal hin. Oh Mann, ich dachte jetzt. Das ist natürlich jetzt. Okay, Leute. Ja, vielleicht war es jetzt ein bisschen dumm von mir. Aber, ja, wir haben jetzt auch mal wieder was erkundet, ne? Oh, schön, das muss ich sagen. Ich halte jetzt hier direkt an. Zack. Hallo. So, flügen. Da haben wir es doch. Feld 5. Ich flüge jetzt erstmal. Akzeptieren. Ja, aber das. Das bringt mir doch absolut gar nichts, was ich mir jetzt gekauft habe. Hier. Ja, für manche Sachen brauchst du es halt, aber das bringt doch nichts gerade, oder? Also so richtig blicke ich da jetzt immer noch nicht durch. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das heißt, ich hab mir das. Nee, oder? Ist ja jetzt ein Witz. Steigen in den Traktor in der. Ja, okay, mach ich das so. Was hat mir das jetzt gebracht, einen Traktor zu kaufen, frage ich mich. Und einen Flug. Also, nee. Nee, 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 Leute. Also, das weiß ich echt. Also, manchmal frage ich mich echt hier, was die Sache ist. Ich kann es auch heute verstanden haben, aber das ist ja. Ich fand, das war jetzt nicht ausdrücklich gesagt. Also, ich sollte einen Traktor kaufen. Oder. Allgemein könnte ich jetzt loslegen. Wollte ich machen. Aber um mir ein Feld zu kaufen, brauche ich einen Bauernhof. Ja. Und das muss ich mir verdienen. Nimm eine Mission an. Kann aber mein eigenes Equipment nicht benutzen. Beziehungsweise nur in manchen Missionen. Das haben wir auch letzte Folge gesehen. In manchen Missionen brauchen wir unser eigenes Equipment. Aber jetzt so eine Flugmission habe ich jetzt noch nicht gesehen. So, Moment. Feld 5, ne? Bin ich jetzt blind hier oder was? Ah. Okay. So, dann machen wir das so. Ja, das war schon wieder sehr verwirrend. Also fand ich zumindest.
So, dann flüge ich das hier. Ist auch natürlich auch ein bisschen kleines Equipment. 47 Minuten haben wir dazu. Ach, okay. Ja, Leute. Aber das, da habe ich eine Idee. Und zwar, wenn wir das dann so machen, dass ich das dann in der Zeit... Also, wir flügen jetzt. Und dann werden wir... Also, wir werden bis zum Ende der Folge flügen. So, nochmal langsam. Und dann... Auch die Beschleunigung... Oder die, das Bremsweilen. Das mag ich nicht. Bitte noch wechseln. So, und dann werden wir nächste Folge dann mit was anderem starten. Dann mache ich das hier fertig. So, zack. Ist das jetzt so richtig? Nee, es ist nicht richtig. Oder? Das ist doch nicht richtig, oder? Hä? Kann ich hier nicht drehen? Nee, es ist nicht so ein Flug. Aber das heißt, ich fange einfach andere Seite an. Ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Ich möchte es auch richtig machen. Machen wir das jetzt hier so. So, und dann wollen wir nochmal gucken. Keine Ahnung. Ich mach das jetzt mal so, wie ich meine. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen Lichter an. Scheinwerfer, Arbeitsleuchte, jawohl. Und Rundumleuchte. So kann ich doch arbeiten. Nice. Und man muss sich an eine Steuerung dran gewöhnen, muss ich sagen. Also ich finde, das sieht schon... Also so, wenn man da drauf guckt, sieht schon nice aus. Muss ich jetzt mal so sagen. Also das bockt schon. Und es ist auch... In dem Sinne ist es aber nicht auch in... Also gerade egal, ob es eine Marke ist oder nicht. Es sieht Hammer aus. Und natürlich erinnert das schon stark an Marcel Ferguson. Aber ich finde die Markennamen an sich so, die hören sich auch nicht billig an. Ne? Garrison ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Aber für viele, natürlich für mich auch selber, wenn ich höre, oh Marken, kann man so viel verbinden mit, ne? Also aus eigener Landwirtschaft. Ich meine, ich habe jetzt keine eigene Landwirtschaft, aber wenn man auf der Straße mal so ein Glas oder so sieht, ach guck mal, letztens habe ich das und das gesehen, ach und jetzt darf ich den sogar in real fahren. Nein, in der virtuellen Welt fahren. Es ist halt so, wenn man verbindet da halt viel mit. Und das ist, glaube ich, was viele meinen, warum sie gerne Marken oder lizenzierte Marken haben möchten. Das sieht wiederum nice aus. Also die Nacht ist natürlich ziemlich hell. Wir haben jetzt 23 Uhr. Oh, wir arbeiten natürlich ganz schön schnell, muss man auch sagen. Aber einen Helfer kann ich auch noch nicht einsetzen, meine ich, oder? Oder ist das eventuell doch möglich? Anscheinend nicht, okay. Das ist echt verwirrend hier manchmal mit dem Flug. Das habe ich ja schon bei Farmers Dynasty. Ja, also da habe ich auch gedacht, hä, kann man den nicht drehen? Aber es gibt ja so viele unterschiedliche Flüge auch wohl. Gibt es Flüge? Ja, Flüge. Mehrzahl? Ja, passt, ne? Kann man durchaus mal machen. Ja, aber unser Traktor, das ärgert mich. Muss ich ehrlich sagen, das ärgert mich schon so ein bisschen. Bringt uns der jetzt aktuell? Eigentlich gar nichts. Das war unnötig. Aber sonst hätten wir dieses Karrieresystem nicht weiterspielen können. Naja, Leute, ich werde weiterfliegen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich denke mal, das ist sonst zu langweilig. Vielleicht seid ihr auch bei den letzten 100 Metern dabei, okay? Bis zur nächsten Folge und schreibt mir gerne Feedback zu dieser Folge in den Kommentaren, weil ich denke, heute sind viele, viele positive Aspekte dabei gewesen. Das muss ich nochmal sagen. Und bis zur nächsten Folge und tschüss.